Aber schlechte Atmosphäre. Ihr wartet auf Anfang. Nein, ich fange. Komm, fang an. Nein. Wenigstens hast du irgendeine Aufgabe. Ich muss immer lachen, Mann. Ich sag einfach wenigstens irgendwas. Machst du eine Aufgabe. Nein, einer muss der Ernste bleiben. Du bist ja, der Ernste. Nein, ich kann, ich muss lachen. Schau seine Fresse an, Mann. Jetzt mal. Schon ganz normal. Ja, okay. Servus, Servus Leute, hier ist TBT. Heute mit einem Interview mit einer YouTuberin. Jume? Jume des. So, sag mal, wer bist du eigentlich? Ja, ich bin Jume, ich bin auch Yogi-Spielerin. Soll ich in die Hand nehmen? Also, okay, nee. Ich kann's halten. Nee, halt du es, ja. Okay, halt. Ja, was soll ich schon von mir erzählen? Ich erzähle nicht so gerne was über mich. Frag lieber um die was für ein Business oder so. Dann frage ich und dann ja. Erzählst du was darüber, okay? Mach ein qualitatives Interview, bitte. Okay, wie heißt du denn auf YouTube? Also mein Yogi-Channel heißt Digital Lolita. Das heißt halt so, weil mein Blog auch so heißt, beziehungsweise kann sich das einfach auch jeder Depp merken. Okay, und wie bist du drauf den Namen gekommen? Weil so ein Lied von einer japanischen Band hieß, die ich früher sehr mochte. Aber ich höre kein J-Rock mehr. Okay, mhm. Sehr gut. Okay, cool. Und so sonst, wie bist du denn zu Yogi gekommen? Hast du schon lange gespielt oder hast du erst angefangen? Also ich spiele Yu-Gi-Oh! Schon seit 2002. Das fing so an, mein Bruder wollte halt Beyblades kaufen mit dem Taschengeld unserer Eltern und die Beyblades waren aber ausverkauft. Und dann hat er einfach das Starter-Deck von Yugi gekauft und dann haben wir das Deck so aufgeteilt, so ein bisschen so Learning by Doing und dann habe ich mir später Seto Kaiba Starter-Deck geholt. Okay. Bereust du es, dass du Seto Kaiba gekauft hast oder hättest du lieber von Joey oder von Pegasus oder so gekauft? Seto Kaiba ist Bader ist der Beste. Echt? Ja, da war auch der weiße Drache drin. Ich habe auch bereut, dass ich den schwarzen Magier genommen habe. Ja. Hast du für den Starter genommen als erstes? Starter, also ich habe mir gar keinen Starter geholt. Damals war schon der Bullet am Start. Nein, unnütz. Ich habe mir mal Karten geliehen und früher hat man am Anfang halt noch gezockt. Und das mit dem Deck bauen und so, das kam erst später. Ja, und dann... Ja, so war's halt. Ja, okay. Ansonsten, was macht dir denn am Yugi am meisten Spaß? Zu gewinnen. Es gibt ja Traden zum Beispiel, Sammeln gibt es ja auch, Spielen, Turniere spielen, also ich Deck bauen. Ich mache auch Kartenmarket, dazu also halt einfach Karten verkaufen bzw. Karten ankaufen. Ich nehme auch die ganzen Schrottkarten an, also ich habe auch gestern wieder viele Karten einfach geschenkt bekommen und die verkaufe ich dann. Das macht mir Spaß. Genau, wie so aus der Sicht eines Mädchens, weil Mädchen sind ja hier wirklich selten und man merkt schon, Mädchen haben ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Bisschen mehr Chancen, vielleicht Möglichkeiten, dies, das. Ja, genau. Also Frauen sind ja schon ziemlich Ghost Rare bei Yugi. Ja, Ghost Rare. Ist doch so. Ja, ist wirklich so. Und ja, okay, Ghost Rare gibt es auch gar nicht mehr. Also es ist noch seltener. Ja. aus der Sicht einer Frau, natürlich habe ich gewisse Vorteile, Tittenbonus, was mich aber ein bisschen nervt, weil ich werde nicht immer auf meine Weiblichkeit reduziert werden, weil mir geht es einfach nur darum, um Business, um das Spiel und ich finde es auch echt affig, nur wenn ich mit Leuten, also mit euch Kerlen rede, dass es dann gleich heißt, oh, da läuft was. Nee, ist nicht so. Nee, so ist es natürlich nicht. Hast du vielleicht so einen Aufruf an die Mädchen? Kommt drauf an, ob das überhaupt auch einige Frauen anschauen. Ja, viele denken, Yu-Gi-Oh! Ist ein Kinderspiel, dies, das, aber es hat schon viel mit Taktik zu tun. Strategie auch. Ja, also da könnte ich schon nur an die Frauen sagen, dass die das halt schon längst spielen, dass sie echt den Mut fassen sollen, auch mal Erfahrungen zu sammeln auf Turnieren. Also ich habe auch Freundinnen, die das spielen, aber die würden sich nicht trauen, hierher zu kommen, aber ich denke, die würden auch hier ziemlich untergehen. Okay, was meinst du genau mit untergehen? Weil die meisten Jungs sind ja eigentlich nett, oder nicht? Na, manche sind schon ziemlich primitiv. Wieso? Primitiv? Aufdringlich primitiv oder wie meinst du? Es gibt schon echt, also letztens auf einer Regional, da war einer, der hatte so ein graues Tanktop an und der sah aus, als hätte er Männertitten. Der hat auch ganz creepy geguckt und läuft dann zu mir rüber und fragt dann so, ob ich alleine hier bin und ob ich etwa nur so da bin oder auch Yugi spiele. Und der ist immer hinter mir hergelaufen. Ja, wenn du ein Team hattest mit ein paar starken Jungs, dann wird es nicht so ausschauen, oder? Das nützt überhaupt nichts. Ich bin ja immer von einem Harem, von einem Männerharem umgeben und trotzdem kommen immer noch andere Leute dazu. Okay, ist dann so eine Sache. Okay. Sehr gut, okay. Ja, kommen wir mal zu deiner Lieblingskarte und deinem Lieblingsdeck. Was ist denn deine Lieblingskarte erst? Oh, Lieblingskarte, das ist so eine schwierige Frage. Ja, aber gibt's ja mehr, du kannst auch mehrere nennen. Ich mag zum Beispiel den Unifrog. Also ich hatte mal ein Froschdeck gehabt, dann mag ich noch die Harpienkönigin und halt die Cosmo-Blechbüchse. Und wieso die drei Karten? Weil was haben die so besonders an sich?
Ja, die Cosmo Blechbüchse, halt weil ich auch selber Cosmo spiele, ist auch momentan mein Lieblingsdeck. Und die Blechbüchse basiert ja auf der Zauberer von Oz und nicht von R2-D2. Und der Unifrog, weil, ich meine, dieser Einhornfrosch, der kann einfach direkt deine Lebenspunkte angreifen. Und dann spielst du noch Feuchtgebiete, dann hat er... Dann ist er richtig feucht. Dann hat er halt noch... Und hat er noch ein Einhorn? Dann hat er halt so ein 1200 ATK-Boost. Und die Harpienkönigin halt, weil ich ja Harpien gespielt habe. Okay. Mhm. Ja, und dein Lieblingsdeck? Also ich habe Cosmo schon gehört. Und was hast du noch andere Lieblingsdecks, wie du früher gespielt hast? Oder war das jetzt immer... Harpien, Lightsworn, Kaiju, Gradle und demnächst Blue Eyes. Blue Eyes auch? Ja, Blue Eyes ist ja so eine Sache. Ich glaube Ultimate, oder wie heißt der? Der kommt ja der Ultimative oder so, Alternative, da kommt der nicht raus. Was sagst du dazu? Läuft das Deck noch? Läuft das Deck dann immer noch? Das ist davon abhängig, welche Karten gebannt werden. Ja, und wie findest du denn das jetzige Format? Gerade im Yugi. Du hast es, warst ja heute mit uns auf der DM hier und hast ja auch mitgespielt. Ja, was hat dir gefallen? Was hat dir denn gefallen? So, welche Decks waren denn für dich die besten oder auch die schlechtesten? Also ich fand es ganz interessant, dass ich viel Abwechslung hatte. Ich hatte keinen einzigen Monarchen. Echt? Ich hatte Infernoid gehabt oder zumal BA, Phantom Knight. Infernoid? Nicht Infernoid. Doch, Infernoid. Gegen Infernoid habe ich echt gespielt. Okay. Ja. Ja. Ich habe gehört, dass da irgendwie so ein Lightsworn Shiranui mit Minerva unterwegs ist. Mhm. Ja. Echt jetzt? Ja, einer ist unterwegs. Oh Gott. Und hast du auch gegen Gravekeeper gespielt? Anti so? Nein. Findest du Gravekeeper? Gefallen mir nicht. Also die Effekte, die waren doch irgendwie so, ja, Friedhofseffekte können nicht mehr getriggert werden, wegen Teil der Toten. Mhm. Ja, das ist ein Deck, was mich überhaupt nicht tangiert. Anspricht. Also das Deck ist scheiße, findest du, oder? Nee, scheiße ist es nicht. Es gefällt mir nicht, aber ich habe auch niemals den Genuss gehabt, dagegen zu spielen. Ja, okay. Ansonsten würdest du an dem Format jetzt noch was ändern? Oder ist es für dich jetzt gerade eine Phase, wo Yugi richtig Spaß macht? Ich finde das Format momentan schon ganz gut, aber ich könnte es besser beurteilen, würde ich wissen, wie es die letzten Jahre war. Also ich denke, letztes Jahr war es eh ein ganzes Jahr lang nur Necros. Das war schon ziemlich abfuckend. Aber ja, es ist halt, Konami will Geld machen, deshalb tun sie einfach erst so drei Decks, sind dann halt die Meta-Decks und dann ist ein Jahr rum, dann tun sie die Ban und dann kommen die nächsten drei. Deshalb denke ich so, okay gut, dann spiele ich halt das Spiel mit von Konami, ja, was soll ich denn da machen? Okay, dann jetzt noch eine andere Frage außerhalb von Yugi. Zum Beispiel, was sind so deine Zukunftspläne? Willst du in ein Team oder bist du eher die Einzelgängerin? Wir wissen ja, du gehst nicht so gerne in Teams. Ich möchte in keinem Team beitreten, weil ich bin lieber selbstständig und mache lieber mein eigenes Ding. Okay. Ja, du kannst ja ein Team gründen, dann bist du die Chefin. Dann entscheidest du ja trotzdem letztendlich das meiste. Ich bin aber kein Alpha-Weibchen. Außerdem verstehe ich mich mit Frauen nicht so gut. Okay, ja. Alter, den Satz habe ich in letzter Zeit von vielen Mädchen gehört, ohne Witz. Ohne Witz. Ja, okay. Hast du eine Frage noch? Du machst ja auch YouTube. Was machst du da so für Videos? Wieso hast du angefangen und wieso sollten die Zuschauer dir jetzt deine Videos anschauen? Aktiv Videos zu machen habe ich angefangen im November 2015. Das war einfach erstmal so Just for Fun Ding gewesen und dann habe ich halt versucht immer professioneller zu machen und ja, mir macht es einfach Spaß, beziehungsweise freut es mich auch, wenn Kommentatoren auch fragen, ob ich tauschen möchte. Und die Zuschauer sollten halt die Videos anschauen, nur wenn sie halt Lust haben, mehr Content zu erfahren. Aber ich meine, die Konkurrenz ist sehr groß. Also es gibt echt, also fast jeder macht auch Yugi-Channel. Ja, nicht so viele. Ich glaube 8 oder so. Deutschlandweit jetzt. Ja, die ein bisschen Reichweite haben, sind nicht so viele. Möchtest du auch jetzt nur regional machen oder auch mal so international alles? Ja, ich war schon mal ja in Mailand auf einem CCG gewesen. Aber ich als armer Student kann jetzt nicht unbedingt nach Frankreich zu einer YCS tuckern oder so. Ja, ist schon verständlich. Mit wem bist du jetzt beim Turnier da, wenn du ja Einzelgängerin bist, Alpha-Mentium-mäßig? Ja, mit einigen Freunden. Also mit einigen Freunden, ja. Ja, und gehst du da immer mit denselben Freunden oder? Weil bei uns ist ja das, wenn wir als Team hingehen, dann haben wir Spaß bei der Fahrt, beim Turnier dann. Wir sehen Leute leiden
Deswegen ja, das ist auch ein Hauptgrund, wieso wir auf Turniere fahren. Bei mir ist es einfach so, wir tauschen uns einfach aus, wer wann da ist, und dann treffen wir uns einfach hier. Aber wir versuchen jetzt nicht immer ständig aneinander zu kleben. Okay, alles klar. Gut. Ansonsten, hattest du heute denn auf dem Event auch geheime Tech-Karten vielleicht? Nee, die habe ich rausgelassen. Hast du alle rausgelassen? Also alles Standard gespielt? Wie alle, das alle Zeit spielen? Ja, Tech-Karten bringen einfach nichts. Ich hatte schon mal versucht, mit Harpien diese Statue da einzusetzen, die ja sagt, so, es können nur noch Windmonster SS, also speziell beschworen werden. Ich sag immer SS. Ja. Und das bringt einfach nichts. Dann denke ich einfach so, nee, dann spiele ich einfach wie alle anderen, Punkt. Sehr gut, sehr gut. Dann Jungs, wenn ihr noch Fragen an sie habt, an Jume, schreibt es in die Kommentare. Wie ist es so aus eurer Sicht? Wie findet ihr das Turnier? Wie fandet ihr alles? Schreibt eure Fragen rein, wir werden darauf eingehen und darauf antworten. Ich denke, Jume wird auch ein paar Fragen noch beantworten. Abschließende Worte. Möchtest du noch jemanden grüßen? Ich möchte Senpai grüßen. Grüße an Senpai. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Like das Video, wenn es geil war. Für jeden Kommentar sind wir dankbar. Und wenn ihr es wollt, könnt ihr es auch teilen. Das wäre echt gut, super von euch. Checkt unsere anderen Sponsoren ab. Jeder hat seine speziellen Bereiche. Zum Beispiel einer hat Kartenbereiche und der andere hat einen anderen Bereich. Schaut täglich auf unsere Facebook-Seite. Dort findet ihr täglich neue News. Zum Beispiel vielleicht von Terminen von neuen Turnieren oder von neuen Projekten, die wir anstarten. Ansonsten bis dann. Vergiss nicht immer, Yu-Gi-Oh! Serious Business.